Hallo und ein herzliches Servus beim Bayern Insider. Hier spricht Julian Nagelsmann. Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Du hast unseren neuen Coach im Intro ja schon gehört. Julian Nagelsmann hat am Mittwoch den Trainingsstart bei Bayern aufgenommen. Und ich muss sagen, da ist von Anfang an wirklich viel Pep drin. Und das meine ich wörtlich. Seit 2000 betreue ich den FC Bayern und vom Auftreten her erinnert Nagelsmann nicht nur mich an Guardiola. Nagelsmann, der ist schon ein cooler Typ. Also so wie er beim Training auftritt, also der hat es mir Samir gehen, glaube ich, mit der Muttermilch aufgesogen. Für die neue Ausgabe der Bild am Sonntag hatte ich das Vergnügen, mit Nagelsmann sein erstes großes Interview als Bayern-Trainer zu führen. Und ich muss sagen, ganze 21 Jahre habe ich auf diesen Moment gewartet. Ich erlebte als Bayern-Trainer den Ottmar Hitzfeld, den Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Jupp Heynckes, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Niko Kovac und natürlich Hansi Flick. Nach so einer langen Trainerzeit war es diese Woche endlich soweit. Erstmals konnte ich dem neuen Bayern-Trainer das Du anbieten, da Julian, ja, ich darf jetzt Julian sagen, der erste Bayern-Coach ist, der jünger ist als ich. Und charmant ist er auch noch. Er meinte, ich würde nicht so viel älter aussehen. Stimmt nicht, aber okay. Um genau zu sein, uns trennen knapp 9 Jahre. Und das Schöne ist, da er wie ich als Kind Bayern-Fan war, verfolgen wir die gleiche Spielergeneration. Eine der Legenden, die wir beide bewundert haben, ist natürlich Lothar Matthäus. Und Lothar habe ich am Vortag erst gesprochen wegen seiner EM-Kolumne bei uns in Sportbild und da haben wir darüber geredet, dass ja der Nagelsmann bei seiner Pressekonferenz, nachdem das mit Bayern bekannt wurde, erzählt hat, dass er als Kind ja Matthäus-Fan gewesen sei und dass er im Fanshop bei Bayern angerufen hatte, um ein Trikot zu bestellen vom Lothamar. Weil Nagelsmann dachte, der heißt Lothamar und mit Nachnamen Theus. Also Lothar fand es auch sehr, sehr lustig. Er sagt, er hat leider jetzt kein Trikot mehr von damals, das er dem Julian schicken könnte. Dann hätte er es richtig drauf, aber auf jeden Fall schon mal sehr, sehr sympathisch. Bei einem Bayern-Trainer, der früher selbst Bayern-Fan war, da liegen natürlich einige Fragen auf der Hand. Und darum habe ich Julian Nagelsmann gebeten, mir 3 Fragen zum damaligen Fan Nagelsmann für den Bayern-Insider zu beantworten. Und das sind die 3 Bayern-Erinnerungen, die Julian Nagelsmann mit uns teilt. 3 Fragen an Julian Nagelsmann. 3 Fragen an mich als früheren Bayern-Fan. Wenn ich drüber nachdenke, wer früher mein Lieblingsspieler war, dann war es tatsächlich lange Zeit Alain Sutter. Ganz einfache Begründung. Es war der erste, den ich irgendwann mal auf der Autobahn als Beifahrer von meinem Papa gesehen habe. Der hat freundlich rübergewunken und seit dem Tag war ich extremer Alain Sutter-Fan. Lieblingstrainer fand ich Giovanni Trapattoni sensationell, angefangen bei seiner Pressekonferenz, aber auch die Spiele. Natürlich Ottmar Hitzfeld, da würde ich gern 2 nennen, waren ja in meiner Jugendzeit schon sehr prägend. Das schönste Erlebnis, was ich richtig bewusst wahrgenommen habe, war ja, der Champions League-Sieg 2001, Viertelfinale gegen Manchester, Halbfinale gegen Real Madrid, Finale gegen Valencia im Elfmeterschießen, war sehr beeindruckend und ein bedeutender Moment. Alain Sutter, der Schweizer Legionär in den 90ern. Wer hätte das gedacht? Es ist schon interessant und auch wirklich charmant, mit einem Bayern-Trainer über die Erinnerungen zu reden, die er als Fan den Club also quasi von außen erlebt hat. Und da haben wir natürlich auch über das Bayern-Gehen diskutiert. Und da kam raus, dass einer seiner ersten Momente, die er so bewusst als Fan erlebt hat, das Finale war in Nou Camp 1999. Ihr wisst schon, United, Bayern, 2 Last-Minute-Tore. Tat furchtbar weh. Auch dem kleinen Julian, weil der hat zusammen nach dem Spiel mit seinem Bruder geweint. Sein Vater hat es weniger hart getroffen, der war Gladbach-Fan. Ich muss sagen, geweint hatte ich nicht, aber ich war damals schon auf der Tribüne in Camp Nou und hatte eine Fankarte. Meine Stimmung war danach auch nicht die allerbeste, weil ich hatte noch 2-3 Tage in Barcelona. So viel kann ich sagen, Sightseeing hat schon mal mehr Spaß gemacht. Natürlich haben wir beim Interview auch über den Kader geredet, seine Spielidee, Transfers, da wo ja nicht so viel stattfinden werden, aber bei einem Thema, da hat er gesagt, bitte um Verständnis, da sage ich nichts zu, weil das tut den Jungs nicht gut. Und da ging es darum, welche Talente er im Auge hat, weil er soll ja die 9 Stars von morgen wirklich für den FC Bayern formen. Diesen Auftrag hat er von keinem geringeren als den Torwart-Titan bekommen, weil Oliver Kahn,
der will, dass ab sofort auf die Jugend gesetzt wird. Julian ist ein junger Trainer, er ist ein enorm ehrgeiziger Trainer und wir erwarten von ihm auch, dass er, und das hat er ja auch in der Vergangenheit gezeigt, dass er auch das kann, dass er immer wieder jüngere Spieler entwickelt, dass er auch mal Spieler nach vorne bringt, die wir vielleicht so gar nicht auf dem Schirm gehabt haben. Und das sind alles wichtige Qualitäten, die er einbringt, die er mitbringt. Und deswegen sind wir alle voll davon überzeugt, dass wir mit ihm wirklich eine neue Ära des FC Bayern München angehen können. Das Thema Jugend, das hat sich Oliver wirklich auf die Fahnen geschrieben. Ich weiß, bevor er überhaupt in die Vorstandsetage ging, an seinem ersten Arbeitstag, ist er erstmal zum Campus rausgefahren und hat sich da umgehört, was da in den nächsten Jahren so möglich ist. Schweinsteiger, Lahm, Alaba, da will er wieder hin. Bei meinem letzten Treffen mit Oliver haben wir zum Beispiel über Angelo Stiller geredet. Das ist ein Münchner Talent, das jetzt ablösefrei vom FC Bayern nach Hoffenheim ging. Und wie ich ihn darauf angesprochen habe, da hörte ich erstmal so ein tat ihm wirklich seelisch weh, so einen Spieler ziehen zu lassen. Aber wer sind denn nun die Jungstars von morgen? Wenn Julian Nagelsmann nicht darüber reden will, dann gehen wir mal da in die Tiefenrecherche. Also derzeit stehen 10 Profis, 9 Jugendspieler im Training bei Nagelsmann gegenüber. Ich kann so viel sagen, Neuzugang Omar Richards macht bisher übrigens einen guten Eindruck. Der kam ja auch ablösefrei aus der englischen zweiten Liga. Schnell, gute Technik. Nur im Stellungsspiel, da muss er offenbar noch ein bisschen dazulernen. Nach dem Donnerstagstraining hat ihn Julian Nagelsmann mal zur Seite genommen und ihm ein paar Sachen für ein paar Minuten erklärt. War der einzige Spieler, also man sieht schon, er arbeitet in 1:1 Gesprächen und gibt sich wirklich bei jedem Talent Mühe, weil Richards, muss man sagen, ist ja auch noch ein Talent. Wer kann aber aktuell aus den eigenen Reihen noch nach vorne kommen? Also ganz vorne zu nennen ist Christopher Scott, 19 Jahre alt, Offensivspieler im Mittelfeld, der kann da quasi alle spielen. Macht im Training wirklich auch einen sehr, sehr guten Eindruck. Ganz, ganz spannend wird es bei der Stürmerposition. Denn da, ich meine, Joshua Zirkzee, 20, Mittelstürmer und Rückkehrer aus Parma, den kennst du ja schon. Aber für den wird es wirklich schwer. Denn mit Malik Tillmann, 19, ebenfalls Mittelstürmer, und Amindo Sieb, erst 18, kann auch hängende Spitze spielen, hat er wirklich Konkurrenz bekommen. Und im Gegensatz zu den beiden ist der Zirkzee eigentlich ziemlich festgelegt auf vorne, wo schon Lewandowski ist und auch Choupo, wenn er Montag wieder zum Training zurückkehrt. Die anderen beiden, die können aber auch auf dem Flügel spielen oder dahinter. Also da muss Zirkzee wirklich Gas geben, wenn er nicht schon wieder verliehen werden will. Ich persönlich werde oft nach Chris Richards gefragt, unser US-Bayer. Der ist noch verletzt, zurück aus Hoffenheim, wird vielleicht nochmal ausgeliehen, hängt aber auch noch ein bisschen davon ab, ob Buna Sarr verkauft werden kann, weil der soll nach wie vor verkauft werden. Allerdings so einen guten Eindruck, dass ihn irgendjemand kaufen will bei dem Gehalt, macht er halt auch nicht. Das Training ist ja, was die Profis betrifft, momentan jetzt nicht sehr aussagekräftig. Die ganzen Nationalspieler sind noch nicht zurück. Und Sarr durfte jetzt schon mal den Rechtsverteidiger in der Fünferkette geben. Links war Richards, Niasu, Upamecano und Josip Stanic. Aufgepasst, wieder ein Talent. Rechtsverteidiger 21. Die wurden da so ein bisschen getestet. Aber Julian hat schon im Gespräch betont, ist nur eine Alternative. Und wenn bei uns Dreierkette gespielt wird, also Bayern meine ich, dann nicht so in der Nationalmannschaft, da war nämlich der Nagelsmann auch nicht so richtig zufrieden, wie das interpretiert wurde. Also es ist noch viel zu tun bei Bayern für Julian Nagelsmann. Erstes Pflichtspiel in der ersten Hauptrunde, wer es beim EM-Fieber jetzt nicht ganz mitbekommen hat. Bremer SV ist es los der Bayern, also ein Amateurclub gegen Bundesliga-Club. Mal schauen, ob spannend wird. Spannend wird auf jeden Fall die erste Aufstellung. Zumindest nehmen die heutigen Profis die Amateure wirklich ernster als früher, weil da ist ja schon ab und zu mal was schiefgelaufen. Wie es früher war, das erzählt uns jetzt einer, der es vielleicht nicht ganz so ernst genommen hat mit den Amateuren. Und darum rufen wir Sepp Maier jetzt an. Bayern Insider. Neues vom Sepp. Servus Sepp. Servus, grüß dich. Du, heute hätte ich mal gern von dir die Geschichte gehört von dem DFB-Pokalspiel in Unterpoingen. Unterpoingen heißt es. Und zwar ist das im Württembergischen. Ja gut, da früher hat es ja das nicht gegeben, dass man eigentlich die Amateurmannschaften, da hast du dann, jetzt haben sie Heimrecht, aber es hat es früher nicht gegeben. Wie es ausgelost worden ist, ist gespielt worden. Also Bayern München hat es geheißen, geh Unterpoingen. Und das war kurz nach Weihnachten, also im neuen Jahr, ich glaube so Anfang Januar war das. Okay. Und dann habe ich an Detmar Kramer gefragt, ob wir eigentlich gegen Unterpoingen ins Trainingslager gehen müssen. Da sagt er, freilich, sagt er, jetzt spiel ich, muss man ernst nehmen. Und dann war ich schon sauer. Und dann sind wir zum
Damals hat unser Präsident, der Wilhelm Neudecker, hat da in Bad Wiessee eine sehr kleine Pension gehabt. Wir haben es immer genannt, die Villa immer frei. Weil da war nie was los dort. Da waren nur wir dort am Freitag. Exklusiv. Am Freitag auf Samstag. Also ich war jetzt sauer und ich habe einen Späße gehabt in Bad Wiessee drin. An der Hansi. Und ich sagte, du Hansi, wir kommen heute rein. Wieso, was macht denn da? Ja, wir spielen doch mal gegen Unterbohingen. Dann hat er auch gelacht. Ja, ist was los bei euch? Sagt er, ja, du, die Hanni, der Tennis alle in der Weissach, die haben also ein Schleiferturnier. Dann habe ich gesagt, da schreibe ich ein, aber erst ab 10 Uhr abends kann ich weg. Ja. Habe ich gesagt, ich muss auch vorher noch abends essen, dann muss ich schauen, dass der Trainer das Zimmer kontrolliert hat und dann kann ich erst weg. Oder okay, macht er. Also gut, bin ich da hingefahren, hab dann das Schleifenturnier mitgemacht. Ja, hab ich abgeholt halt von der Villa immer frei, von Neudecker. Und dann sind wir so zum Tennis hingefahren, dann ist halt, man hat schon bis um 2 in der Früh da, bis das alles fertig war. Und dann, wie es halt so lustig war und gerade schön war, also wir waren noch bei den Sieger dabei auch noch. Und dann ist halt, ich glaube, 5 oder 6 in der Früh ist halt, war zwischen 5 und 6 in der Früh. Und da hat Schnee gehabt da drin. Da hat es noch geschnieben, weißt du, um die Zeit. Und dann bin ich heimgefahren und habe zum Hans gesagt, du Hans, wenn du jetzt da hinfährst, aber schalt vorher das Licht aus, weil nicht das jetzt und da uns jemand dann sieht da. Dann hat er das gemacht, dann bin ich hingefahren auch so, und jetzt kannst du schleichen. Jetzt bin ich da hingegangen, jetzt war das ganze Pension, war alles abgesperrt. Dann war ich so, kruzitiert. Und dann bin ich da, ich hab da am ersten Stock dran gewohnt, und mit Johnny Hansen zusammen, aber ich hab dem Johnny schon gesagt, du Johnny, sperr doch Zimmer ab, ich geh halt weg, ich komm etwas später, aber lass bitte das Rollo auf unten, damit ich durchkriegen kann. Jetzt pass auf, aber hab mir gedacht, wir kommen jetzt ins Zimmer auf. Sportlich warst du ja damals. Haben wir eine Aschentonne hingestellt, und habe so einen schönen Mumboot so gehabt und bin dann auf das Geländer mit der Hansel aufgekupft und habe mich oben an das Ding festgehalten, oben am Geländer. Und dann habe ich nichts aufziehen können und bin dann mit meinen Mumboot-Schuhen bin ich dann der Wand so aufgraben und die Wand, die war frisch keucht alles. War ganz picobello neu gemacht, das ganze Haus. Und auf einmal kommt in der Früh so um 9 oder um 10 kommt da, ich hupf dann auf und dann auf einmal habe ich unten die Aschentonnen umgeschmissen, gell, die Aschentonnen. War wahrscheinlich sehr leise. Und da hat es geschäbert, auf einmal geht, da hat es so eine Außenbeleuchtung gehabt, da so eine Sicherheitsbeleuchtung, geht das nicht, alles war hell beleuchtet, aber Gott sei Dank war ich schon drin und unten habe ich schon die Tür ausgezogen, schnell ausgezogen, es geht nicht. Und dann habe ich geschlafen, zack, und hoffentlich kommt keiner. Und dann habe ich schon gehört unten, haben sie gedacht, da, und habe ich schon gehört, wie es alle geredet haben und so. Und dann kommt der Tetnogramm in der um 10 Uhr kommt er raus und sagt, du selbst zeig mir deine Schuhe her. Da habe ich gesagt, ja, den auch habe ich auch. Was hast du denn gestern für Schuhe angehabt? Habe ich gesagt, ja, da die Mumbus. Da sagt er, ja, komm nicht mit dem Mumbus, sagt er, komm bitte mit deiner Adiletten runter zum Frühstücken, weil die Polizei ist da. Bei euch wollten sie heute in der Früh einbrechen. Hat er gesagt. Aber er hat sofort durchschaut. Ja, logisch. Er hat gelacht. Gell? Und dann hat er gesagt, komm runter zum Frühstücken, aber zieh ja nicht die Schuhe an, sondern komm lieber mit den Adiletten runter, weil unten ist Polizei. Und dann kommt und der Präsident, der Neudecker. Weil bei euch ist gestern Abend eingebrochen. Wollte einer einbrechen. Jetzt pass auf, dann geh hinunter. Dann haben wir die verhört, ob ich was gehört habe oder was. Oder Johnny Hansen haben es gefragt. Und er hat gesagt, ich habe geschlafen, ich habe nichts gehört. Ob Spuren oder irgendwas. Ja, weil das Spuren an der Wand sind. Ich habe dann gleich die Mumbus in den Schrank gestellt, dass ich alle raufkommen und schauen, wo die, mit was für Schuhe. Und das war dann die Geschichte. Und dann sind wir, pass auf, jetzt kommst du da noch. Jetzt sind wir da ins Stadion gefahren, ins Stadion zum Spulen. Da führen die uns nur die Unterbohinger in München. Haben es gleich in der ersten Minute einen Elfmeter gekriegt. Aber dann haben wir gedacht, oh weh, ich erst um 6 in der Form gekommen und die führen uns, so, lass einmal das schief gehen. Was da los ist, der Trainer, der weiß ja, wo ich war, der Trainer hat ja gewusst, wo ich war, ich hab's ja mal erzählt, wo ich war, der hat da Verständnis gehabt eigentlich. Und dann, ja gut, dann haben wir noch 10-1 gewonnen, das war's dann. Na gut, aber da sieht man, früher haben die Trainer schon mal ein Auge zugedrückt. Ja, der Teddy war sowieso, Teddy, du hast gut gespielt.
Und das, aber wenn, der hat auch nie was gesagt, dann, weißt, der hat dann das für sich behalten, das war für ihn erledigt eigentlich. Der war da nicht nachtragend. Super. Sepp, dann sage ich mal danke für die Anekdote und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Servus. Servus. Bayern Insider. Tja. Das war's schon wieder mit der ersten Folge zur neuen Saison des Bayern Insiders. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider gerne in deiner Podcast-App. Und auch wenn sich die Profis und die Amateure momentan auf dem Trainingsplatz der Bayern so ein bisschen die Waage halten, habe ich so das Gefühl, gerade unter Julian Nagelsmann, ein bisschen was geht immer. Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter @CFBayern. C für Christian, F für Falki und dazu ganz viel Bayern.